Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Felsbrunn LS19 am Sonntag. Absolut zu spät, ich weiß, aber was soll ich euch sagen? Es ging leider nicht anders. Aber ja, auf alle Fälle jetzt hier eine neue Folge auf der Felsbrunn. Heute ist eine besondere Folge, weil heute werden wir uns etwas kaufen. Wahrscheinlich habt ihr schon den Thumbnail gesehen, glaube ich. Aber lass uns mal gucken. So, als allererstes, es ist spät geworden. Ich habe sehr viel gearbeitet hier. Alter Schwede, wie viel gearbeitet. Wir können uns jetzt mal eine kleine Abrechnung machen. Und zwar habe ich hier jede Menge Aufträge, die ich abgeschlossen habe. Da habe ich eben alles auf euch gewartet, damit ich das abschließen kann. Das ist, glaube ich, schon einiges an Kohle. Abschließen, 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 abschließen. Auch der 20.000 Euro Auftrag ist dabei. Wegen dem Rübendingens, also diesen Ropa-Bla. Weg, 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 weg. So, jetzt haben wir mal abgerechnet. 157.000 Euro. Alter Verwalter, ist das geil. Das ist cool, oder? Aber das, da habe ich Bock. Das hat sich auch wirklich gelohnt. Ich habe wirklich mega, mega, mega reingehauen hier. Ich habe sicherlich 2-3 Stunden offline gespielt hier. Um das ein bisschen, ja, ne? Cooler zu machen. Hier wurde angesehen. Ich habe leider irgendwie dann vergessen. Eine Sache, ein, zwei Sachen habe ich irgendwie vergessen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Genau, hier wollte ich nochmal ansehen. Ich glaube, so war es gewesen, ne? Ich hatte dann irgendwo, ich weiß gar nicht, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Irgendwann habe ich gesagt, Alter, ich habe so keinen Bock mehr, ne? Aber gut, ist es halt nun mal so, es ist nicht so schlimm. Was haben wir denn noch hier alles? Wir haben hier jede Menge Zeug. So, auf alle Fälle werden wir uns den LKW kaufen, ne? Das war ja der erste Streich. Jetzt muss ich nur gucken, ob irgendwo noch Maschinen rumstehen, weil es standen so viele Maschinen rum. Aber die waren alle von den Missionen teilweise, deswegen, ja, ist das halt so, wie es ist, ne? Wir könnten jetzt natürlich auch Kredit zurückbezahlen, aber ich muss ehrlich sagen, nee, habe ich nicht so Bock drauf. Ich habe halt jetzt echt auf den LKW hingearbeitet, ne? Genauso wie auf den Fendt. Wenn du auf was hinarbeitest, dann hast du eigentlich keinen Bock, dass du jetzt irgendwie da wieder Geld zurückbezahlst und so weiter. Wir gucken mal, was da kostet. 130.000. Es wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass der Tatra wohl besser sein sollte. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass wir den MAN nehmen, weil ich bin einfach ein MAN-Fan, muss ich einfach so gestehen. Wobei mir die Farbe nicht so gut gefällt, das muss ich auch ehrlich gestehen, ne? In weiß ist er sehr, sehr hübsch. In schwarz ist auch hübsch. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Also ich finde ihn jetzt allgemein... Blau ist auch nicht... Also ganz ehrlich, ne? Das kann man eigentlich so machen. Auch gelb ist okay. Also ich glaube, das ist wirklich ein Fahrzeug, das du in fast jeder Variante angucken kannst. Das würde ich jetzt nicht kaufen. Nee, da ist auch hässlich. Das ist nicht so mein Fall. In grün... Ja. Das ist Oliv und das ist Fendt Classic. Nee, achso, sollen wir den Fendt Classic machen? Das wäre schon dir grün. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Fendt, dass die Farben hier Namen haben. Beziehungsweise nach irgendwas gemacht wurden. Beige. Also immer in der Mitte ist schon dir, oder was? Das ist auch schon. Achso, schon dir hat ja mehrere Farben, ne? Okay, alles gut. Ja, ich habe nichts gesagt. Was ist das für eine geile Farbe? Egal, wir werden jetzt auf alle Fälle werden uns kaufen Fendt Classic, würde ich sagen. Ne, Fendt Classic gefällt mir aber nicht, muss ich ehrlich gestehen. Oliv gefällt mir ehrlich gesagt besser. Felgenfarbe können wir so lassen. Kaufen. Den muss ich einfach haben, ne? Warte, jetzt gucken wir nochmal nach wegen den Reifen. Von Lizard gibt es da wunderschöne Reifen. Und von Trelleborg. Hä, ich habe keine Varianten? Obwohl ich beide... What? Was ist denn das für ein Käse? Egal, wir haben auf alle Fälle hinten haben wir... Nee, wir haben keine Zwillingsbereifung, wir haben eine dicke Bereifung hinten. Bin jetzt sehr gespannt, wie das Ding hier läuft, ne? Deswegen werden wir uns einfach mal kaufen. Den haben wir uns auch echt verdient, ne? Das muss man einfach so sagen. So, jetzt haben wir noch 24.500, schlag mich tot, für einen Anhänger. Wobei wir den Anhänger nicht unbedingt haben müssen. Den können wir auch später kaufen, ne? Alter Schwede, ist ja geil. Das ist schon geil, ne? Das haben wir uns ehrlich gesagt eigentlich zusammengespart und verdient, ne? Guck dir mal, wie viel Anschlüsse der hat. Das ist ja Wahnsinn. Schön, schön. Gefällt mir richtig gut. Vielleicht bleibt es nicht der einzige. Mal gucken. Oh, sogar innen beleuchtet, ne? Sieht auch einigermaßen schön raus hier hinten. Das ist
absolut cool, weil dann können wir in Zukunft einfach schneller Zeug von A nach B fahren. Das Ding fährt 83, ne? Das ist schon mega geil. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass ab und zu Leute Probleme haben, mit dem in die Kurve zu fahren, weil er ausbricht. Ja, wir werden das testen. Ich glaube aber tatsächlich, dass man einfach nur langsam fahren muss in die Kurve, dann wird das schon funktionieren. Hoffe ich zumindest, sonst habe ich eh ein Problem. Worauf ich auch Bock hätte, muss ich auch ehrlich sagen, ist, weißt du, so, warte, wo habe ich denn das? Warte mal, zeige ich euch. Könnte man eigentlich schon kaufen, aber lasse ich jetzt erstmal weg. So ein Goldhofer-Anhänger, ne? Da hätte ich ja mega Bock drauf. Einfach das raufladen, was du brauchst und dann weg damit. Aber den kaufen wir uns erst später. Wichtig ist auf alle Fälle so ein Krampe, haben wir ja besprochen. Den hier, ne? 78.000. Das kann man auch so machen. Wir werden jetzt noch ein bisschen Geld zurückbezahlen. So, weißt du, so gut will. So. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Kredit zurückbezahlt, ne? Damit ich auch irgendwo mal was auch gemacht habe. Was ich mir auch noch kaufen werde hier, ist eine Überladestation von der Moddingwelt. Weil ich das sehr, sehr praktisch finde. Weil sonst weiß ich ja nicht, wie ich das Zeug reinbekommen soll, weißt du? Aber mit der Überladestation. Ich glaube, dass über kurz oder lang unser Hof zu klein wird hier, wenn ich mir das so angucke. Ah gut, wir haben schon noch Platz hier, ne? Ja, also der MN, der muss da einfach sein. Das ist einfach so. Kann ich jetzt theoretisch. Wir gucken nochmal ganz fix, was da alles dran geht, ne? Das, glaube ich, geht nicht dran, weil wir haben keine Dreipunktaufnahme. Okay. Aber ein normaler Anhänger oder auch ein Düngerstreuer oder auch das Gerätchen hier, das müsste auch dran gehen. Wir haben halt... Okay, wir müssen nur das ein bisschen aufräumen hier. Ja, ich freue mich auf die kommenden Tage. Wir haben auch noch Gras, ne? Das Gras werde ich jetzt aber ganz getrost erstmal... Hallo? Ich fahre vorwärts? Bin ich jetzt festgebackt da drin oder was? So. Das Gras werden wir jetzt wahrscheinlich erst am nächsten Tag machen, weil... Ihr wisst es ja, ne? Ich bin eigentlich kein Spieler im Dunkeln. So dunkel spielen ist nicht so meine Baustelle. Der Fan steht auch noch draußen, ne? Meine Güte. Ja, die ganzen Maschinen, die wurden jetzt so benutzt. Das ist, also ich habe wirklich jetzt echt hart drauf hingearbeitet. Aber es hat doch Spaß gemacht. Ne? Zum Schluss, so ganz zum Schluss war es so ein bisschen so, oh, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Hab's aber trotzdem mal durchgezogen, eben für den LKW. Jetzt guckt mal, was wir für eine Dinge hingelegt haben, ne? Hier. Fendt 39. MAN-LKW. Also es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag hier. Das ist ja nicht verkehrt. So, Alter, der Ladewagen sieht aus. Meine Güte. Weil dann können wir es auch mit Überladestationen zum Beispiel. Ich hoffe, es funktioniert, muss ich gucken. Wenn wir zum Beispiel nochmal Stroh sammeln würden, ne? Würde ich hier irgendwo die Überladestation aufbauen, hier ungefähr. Würde dann mit dem Ladewagen an die Überladestation dranfahren. Würde auf der anderen Seite den LKW hinstellen. Und dann könnte ich schön mit der Überladestation vom Ladewagen in den LKW überladen. Und dann kann ich mit dem LKW abfahren. Das war so der Plan. Ich muss gucken, ob es funktioniert. Ich hoffe es. Aber so in der Richtung wird es werden. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen aufräumen, ne? Da seht ihr auch bei dem Fan, wie der drin steht, ne? Da hatte ich einfach keinen Bock mehr. Einfach gesagt, Alter, weg jetzt und gut ist. Wir werden aber wahrscheinlich nochmal düngen müssen, glaube ich. Ich habe auch gesehen, dass bei einigen Feldern hätte ich kalken müssen, habe ich aber auch nicht gemacht. Wie gesagt, ich hatte echt viel zu tun mit den Missionen, ne? So. Da werde ich jetzt gleich nochmal das Problem hier lösen. Da bin ich echt gespannt. Ich weiß gar nicht, also wenn wir diesen Goldhofer LKW kaufen sollten, ne? Dann kann ich, glaube ich, den kleinen hier verkaufen. Den hier, den wir jetzt gerade hinter uns in den Fliegel, ne? Ich glaube, das war so gewesen. Dann können wir uns eines von den zwei können wir uns dann sparen. So, okay. Das heißt, wir packen den dann noch neben den Ladewagen, wenn das irgendwie funktioniert. Dann haben wir zumindest ein bisschen aufgeräumt, ne? Jetzt warten wir noch, bis der Kollege hier fertig ist mit dem Sehen. Da werden wir mal ganz kräftig eine Uhr drücken oder drehen. Auch so Aufräumfolgen müssen einfach mal sein, ne? Ich mache das normal sehr, sehr viel offline. Aber ich habe mir gedacht, komm, bevor jetzt wieder die ganze Kohle weg ist, wenn wir über den Tag gehen, rechne ich lieber jetzt alles ab. Kaufe den LKW, weil was wir haben, haben wir. Jemand hat auch mal vorgeschlagen, dass ich mit dem Hof umziehen sollte, ne? Ja, das habe ich mir auch schon überlegt tatsächlich, aber momentan macht es keinen Sinn umzuziehen, weil wir momentan sehr, sehr zentral liegen mit den Feldern, die wir haben. Wenn wir irgendwann andere Felder haben oder mehr Felder haben, ne,
macht auf alle Fälle Sinn, den Hof zu verlegen. Ne? Das ist ja gar kein Problem im LS19. Mit den ganzen Placeable-Sachen, mit den Anpassungen, mit den Bodenanpassungen, das ist schon richtig geil gemacht. Also dir bleibt wirklich alles offen, wenn du so willst. Ich merke gerade, dass es mit den kleinen Traktoren einfacher ist, mit dem rückwärts zu fahren. Könnt ihr euch jetzt aber gerade nicht sagen, woran es liegt. Ja, das war nicht doll, warte. Gleich hänge ich an der Säule, ich weiß es jetzt schon. Ja, so können wir es lassen, weißt du? So, auch das haben wir aufgeräumt. Dann werden wir jetzt mal ganz fix den hier nebendran stellen. So. Achso, da muss die Sämaschine noch rein, ne? Oh Mann, ey. Ich habe hier aber auch ein kleines Platzproblem. Aber ich habe gehört, das ist bei vielen von euch auch so, ne? Dass die speziell zum Winter hin, dass alle Fahrzeuge irgendwie Platz haben in der Halle, ist auch nicht so selbstverständlich, sag ich mal. So, das sieht aber gut aus. Licht hier ist schon an. Okay, Sämaschine fährt. Was machen wir denn jetzt noch? Lass mich mal kurz durchswitchen. Nee, das passt. Der ist dreckig, ne? Mann, doch. Das ist auch okay. Den können wir nochmal umdrehen. Weiß gar nicht, ob ich jetzt schon Dünger draufhauen kann, ne? Auf alle Fälle müssen wir dann später... wir müssen den Striegeln dann später auch noch, ne? Wie sehen die Felder momentan aus? Ich muss nochmal gucken. Genau, hier habe ich überall Sojabohnen draufgehauen, weil man dachte, komm... Das nützt ja eh nicht. Da habe ich schon zweimal gedüngt. Warum habe ich da zweimal gedüngt? Ja, benötigt kalt, das weiß ich schon. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier noch was draufhauen kann, ne? Nur mal so just for fun. Weil gedüngt habe ich einfach nur mit dem Sehen, theoretisch. Hoppla, da war ein Kercher. Weiß gar nicht, ob das jetzt funktioniert. Könnt ihr euch jetzt nicht sagen. Ich fahre mal ein paar Meter. Ne, der Helfer sagt auch, es will nicht. Machen wir das nochmal weg. Ne, es funktioniert nicht. Ja, schade. Hätte sein können, aber ja, dann halt nicht. Jetzt vorspulen wäre nicht auch eine doofe Idee, weil, ja, das wäre eine doofe Idee einfach. Das ist einfach das Problem. Jetzt werden wir nochmal hier ein bisschen rumwaschen. Ist eigentlich so eine klassische Sonntagsfolge, ne? Nicht viel passiert, aber trotzdem haben wir einen großen Einkauf getätigt. Bin eigentlich ganz zufrieden mit der Flotte, die wir momentan haben, ne? Also, glaube, fahrzeugemäßig sind wir ganz gut aufgestellt. Was jetzt noch fehlt, sind die passenden Anhänger dafür, plus halt, solche Sachen wie zum Beispiel, ein größerer Grober und so weiter, größere Sämaschine, ne? Ich habe natürlich auch Bock, dass ich ab und zu mal Mais mache oder sowas. Oder auch mal eine Runde Zuckerrüben. Und da brauche ich eben auch diese Einzelkorn-Seetechnik. Ne? Und da gibt es ja, glaube ich, was ich so gesehen habe, keine Direktsaat. Das heißt, da braucht man grob auf alle Fälle. Ne? Da braucht man grob auf alle Fälle. Wobei ich schon Bekanntschaft gemacht habe mit zum Beispiel dem und dem Dingens hier. Das hat ehrlich gesagt gut funktioniert. Das ist eben für... Wait. Ah ne, ist okay. Ist okay. Das habe ich eben schon in anderen Projekten. Ich werde wahrscheinlich für hier sowas Kleineres kaufen. Weil hier haben wir wirklich mehr Traktoren, hier haben wir mehr Zeit, wenn ihr das so möchtet. Das ist auch interessant, aber 129.000, da wird es halt ganz, ganz schnell uninteressant. Gut, die Kuhn, die Planter 3R12, die könnte man auch ins Auge fassen, ne? Das wäre auch nicht so schlimm. So, jetzt ist die Frage, ist das so, diese Flecken, die da drin hat, ne? Ist das jetzt wegen dem Waschen oder ist das wegen der Reparatur? Wir werden jetzt mal gucken, ob wir den reparieren können. Und ob dann diese Lackspuren oder diese, ne, weiß nicht, wie ich es nennen soll. Diese Abplatzungen vom Lack oder diese Abschürfungen, ob die dann weg sind oder ob die immer noch da sind. Das wäre jetzt schon interessant. So. Das hier mal, ne? Das hier und so weiter, sieht nicht so geil aus. Oh, Zustand, nicht so gut. Zustand wiederhergestellt. Ah, das heißt, die Lacksachen sind auch besser. Ja, das ist ab und zu schlecht bei mir, ne? Das muss man sagen. Geräte reparieren, da bin ich ein bisschen nachlässig. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber, mein Gott. Da geht die Welt nicht von unter, ne? Eine Sache könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben.
Bei dem Goldhofer, ne, kann man da Spanngurte rummachen. Das wäre mir wichtig. Wenn das gehen würde, dann könnte ich wirklich sagen, Goldhofer hierher und gut ist, weißt du? Aber das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Wir sind aber auch erstmal fertig für den Moment. Liebe Leute, ich danke herzlich fürs Zuschauen. War nicht die spannendste Folge, aber mir war noch wichtig, dass wir noch eine Tagesabrechnung haben, bevor es auf den nächsten Tag geht. Wenn wir uns wiedersehen, im besten Falle morgen, werden wir schon den neuen Tag haben und ich werde schon ein bisschen, ne, vorgearbeitet haben, ihr kennt mich ja. Und dann wird es morgen wieder Vollgas in die Ernte gehen. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir den Anhänger für dieses wunderschöne Gerätchen hier haben. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.